Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Beim letzten Mal haben wir da hinten alles einmal abgefällt und dann abgebrannt, damit wir die Blätter da wegbekommen. Da diese nicht despawnen wollen. Was fällt ihnen ein? Das Feld komplett ausgeerdet. Ausgeerdet? Ja, doch, nennen wir es mal ausgeerdet. Und fangen damit an, unser Schiff ein bisschen, beziehungsweise unser, doch, ich nenne es mal Ackerschiff. Wir nennen es jetzt mal Ackerschiff, die gute MS Ackerschiff, hier ein bisschen auszubauen, damit sie besser passt. Ja. Da müsste ich quasi das auch ein bisschen weiter nach hinten setzen. Upsa, da sind mir ganz kurz ein paar Frames verloren gegangen. Ups. Damit das alles hier so ein bisschen besser passt. Nech. So, zack, zack. Und noch ein weiter. Dann gib mir mal da ein und da ein. Wir bräuchten noch weitere Holzplanken. Ah. Ihr wisst nicht, wie sehr es mich ärgert. Ich musste nämlich aus Versehen das Spiel beenden. Wie sehr es mich ärgert, dass das Spiel diese Kontrollen immer wieder umstellt. Ja, das ärgert mich. Gut, dann bauen wir hier einmal weiter. Ja, doch, ich glaube, ich muss das Schiff wirklich ein bisschen bauchiger gestalten. Wenn ich das hier so sehe. Ich wünsche mir auch gerne, dass das Wasser nicht solche Stunts abziehen würde, aber das ist dann wohl wieder ein bisschen zu viel verlangt. Oh, die Sonne geht schon wieder unter. Waren wir nicht gerade erst in der Nacht? Himmel, Herrgott. Bob. Und da noch einmal. Bitte, Dankeschön. Und dann jetzt machen wir das nochmal alles frei. Wie es sich gehört. Unsere Axt ist kaputt. Holen wir uns eine neue. Wir können Fleisch nicht stapeln, ne? Das kommt erst später, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube, wir sollten uns neue Axt craften. Wir arbeiten so viel mit Holz, dass wir kaum drum herum kommen. Da wäre ein Schaf. Schaf. Das lassen wir aber in Frieden. Ich finde es schön, dass man unseren Glaskäfig da unten so schön gut sehen kann. Schaf, bitte steh mir nicht im Weg rum. Vielen Dank. Ach, immer diese Schafe. So, ach, wir haben Monster aus. Ich erschrecke mich die gesamte Zeit. Wegen nichts. Gut, das Fleisch kann ich hier einfach mal mit reintun. Das schadet ja niemandem. So, Steinblumen. Ich wollte Eisen haben. Habe ich hier noch Eisen drin? Nein. Warum habe ich da noch einen Stein gebraten? Eine Kuh ertrinkt gerade, glaube ich. Arme Kuh. Aber ist sie selber schuld. Ich stehe ein bisschen blöd im Kopf. Nee, ich... Gut, gib mir nochmal 3 Eisen. So, wir haben hier eine Workbench. Eine Crafting-Station. Nee, wie heißt das im Deutschen? Ich weiß es gar nicht. Werkzeugbank? Ich glaube Werkzeugbank. Persönlich habe ich Minecraft nie auf Deutsch gespielt. Und ich meine, hier haben wir noch gar keine Namen in dieser Version. Namen gibt es da nicht. Gespankt! Oh, nur einen wollte ich rausbekommen. Ups, das Schaf wollte mich jetzt hier gerade aus Rache runterstoßen. Hätte ich ihm erlaubt. Sogar hätte ich ihm erlaubt. Was habe ich denn hier nochmal gemacht? Ach stimmt, ich habe hier nochmal eine kleine Leseecke reingesetzt. Und das Ding kann sich ja noch mit nichts verbinden. Schauen wir nochmal hier umher. Wie schaut es denn hier aus mit unserem kleinen Wald, den wir jetzt nachgebastelt haben? Da würde ich so ein bisschen drüber nachdenken, so eine kleine Höhle reinzusetzen. So eine Art Schädel. Ne, im Sinne von, das ist ja hier das Schiff von Wichtig gewesen. Unserem Kapitän, unserem Piraten, was er sich in ein Haus umgebaut hat, dass da quasi der Schatz war, auf den er aus war. Ja, doch. So ein bisschen Roleplay betreiben. So ein bisschen Worldbuilding betreiben. Ich freue mich. Das mag jetzt auch sehr böse klingen, wenn ich das so sage. Aber ehrlich gesagt freue ich mich schon darauf, zu sehen, wie das LP enden wird. Ne, wie hier sich alles verändert haben wird und sowas. Das mag jetzt ein bisschen böse klingen und so, als würde ich dieses Let's Play gar nicht mögen und mir wünschen, dass es endet. Dem ist aber nicht so. Bevor ihr jetzt die Sorge habt und ich so sagt, oh nein, er mag das Let's Play gar nicht. Nee, ich finde das Let's Play und die Idee echt cool. Und macht mir ordentlich viel Spaß. Aber wir haben ja auch schon hier relativ viel gemacht. Ne, schaut ja schon gar nicht mehr aus wie am Anfang. Und da würde ich mich freuen, die erste Folge quasi wieder zu sehen. Mitte des Jahres.
ich gehe ja davon aus, oder momentan, soweit ich das geplant habe, geht das Let's Play nicht länger als 175 Parts. Außer natürlich, ich habe noch eine Minecraft-Version übersehen. Dann wären das nochmal 7 Parts mehr. Das wären dann 182. Na, schnell Kopf rechnen. Habe ich gelernt. So, achso, ich komme da gar nicht mehr raus. Gut, aber hier komme ich wieder raus. Nehmen wir nämlich das Holz mal da weg. Ah, und da machen wir uns eine Strömung mit. Das ist nicht gut, aber können wir mit leben. Zack, gehen wir mal hier ran. Kriegen wir beides? Ich habe beides ploppen hören. So, das habe ich auch ploppen hören. Es ist, glaube ich, eher so eine Sache, auf die man sich freut als Content Creator. Zu sehen, dass man wirklich was gemacht hat und bewirkt hat und geändert hat auch und geschafft hat. Das ist so eine Sache, da freue ich mich im Allgemeinen auch immer beim YouTube-Kanal, wenn ich sehe, dass ich etwas geschafft habe. Zum Beispiel, man hat ein Projekt beendet oder sowas. Machen wir einfach mal 16 Holz, damit kriegen wir nämlich 64 Holzplanken. Zack, und täfeln hier mal alles zu. Das war, also, ups, da habe ich schon wieder, achso, ich glaube immer, wenn das Lied so wechselt, kann es passieren, dass mir ein, zwei Frames fehlen. Gut, das ist nicht schlimm. Das war bei welchem Projekt? Also ich habe das Gefühl schon immer mal wieder gehabt, also insbesondere bei Minecraft-Projekten ist es, fällt mir das besonders auf. Ich glaube, hier kann ich das ein bisschen bauchiger schneiden, das Schiff. So, möchte ich ganz kurz, ich habe hier unten doch irgendwas liegen. Da. Möchte ich das Schiff bauchiger schneiden? Ja, ist das so okay? Möchte ich da vielleicht noch... Das wären nämlich 3. Sind 3 genug? Ich könnte jetzt auch eigentlich... Und ich glaube, das wäre sogar besser. Natürlich, dass ich das jetzt hier verbessert oder erweitert habe, kann ich hier den Dreh- und Angelpunkt machen. So, nein, jetzt ist mir das runtergefallen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wohin ich wollte mit dem Gedanken. Ich bin da so ein bisschen, ne, mein Kopf. Ich kann keine 2 Gedanken im Kopf behalten. Keine 2 Sätze. Upsa, da bin ich fast runtergefallen. Das war... Ich wollte darüber reden, wie es ist für mich, wenn ich Projekte beende oder zu sehen, wie sich mein Kanal verändert, ne? Doch, ich habe ja immer mal wieder diese Pausen zwischendrin gehabt, wie jemand, der jetzt meinen Kanal länger verfolgt, definitiv gemerkt hat. Das war ja... Meine aktivste Zeit war früher 2012 herum. Da habe ich relativ viel Videos produziert, was halt auch dafür sorgt, dass ich auf die 6 Jahre gesehen noch immer einen Schnitt von 2 Videos pro Tag habe. Was... eine Menge ist, nicht 2 Videos pro Tag, aber alle 2 Tage ein Video, was eine Menge ist, möchte ich da mal anmerken. Also, wie ich finde, eine Menge ist. Achso, das müsste von hinten ein bisschen bauchiger sein, ne? Warte, wie sind Schiffe gebaut? Ich baue mir ein Boot hier und ich habe keine Ahnung, wie Boote gebaut werden. Ja, also ich habe ja 2012 meine aktivste Zeit gehabt, so ziemlich, und dann habe ich aufgehört gehabt und habe dann später wieder angefangen. Und da muss ich gestehen, wenn immer ich aufgehört habe und angefangen habe, ich habe mich hoffentlich, möchte ich mal anmerken, über die Jahre so ein bisschen weiterentwickelt. Okay, ich brauche mal ganz kurz einen Stift. Stift und ein Blatt Papier da, dann habe ich jetzt nämlich ein Lied gefunden, was ich löschen kann. Dieses Mal sehe ich das. So, Stift, schreibst du auch? Ja, du schreibst. Ich dachte, einen Moment. Ich habe es gleich aufgeschrieben. Und da ist es aufgeschrieben. Upsa. Da habt ihr ganz kurz meine Tasten gehört. Ich hoffe, ich habe die Aufnahme nicht unterbrochen. Nee, habe ich nicht. Sehr schön. Ich kann leider das Lied nicht wechseln. Das ist jetzt auch... irgendwie weniger so in dem Sinne von, ach, ich möchte eine kleine Erzählstunde und Erzählrunde haben mit euch. Und ist eher so im Sinne von, oh, Action. Nun gut, müssen wir erstmal noch mitleben. Tut mir ein bisschen leid gerade. So.
dann mache ich hier, ich glaube, das ist Bug. Ich mache den Bug hier mal erstmal wieder weg. Das ist nämlich alles Humbug. möchte ich da... So, mache ich mal so und dann springen wir hinterher. Also ich möchte behaupten, dass ich so als Person auch ein bisschen gewachsen bin über die Jahre und dass man das auch immer so ein bisschen gemerkt hat, wenn ich... Also gerade wenn ich... neues Projekt gemacht hat oder neue Videos gemacht habe oder halt aus langer Zeit von nichts tun wiedergekommen bin. Ich bin mir jetzt sogar ziemlich sicher, wohin ich mit meinem Kanal möchte. So, 1, 2, 3, 4. Nämlich 4, warte, ich muss hier 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ja. Ja, 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 das kommt gut hin. Kann natürlich sein, dass ich mich irre und ich mich gar nicht so sehr geändert habe als Person, wie ich denke. Aber ich würde es doch mal... Ich würde so mutig sein wollen und behaupten wollen, dass ich es getan habe. Und so... 3 und dann hier noch 1. So. Damit ist das schon mal soweit fertig. Da 1 und da 1 auf jeden Fall. Für den Übergang hier. Kann ich eigentlich... Ja doch, den kann ich dann wieder abreißen. Ah, mir ist die Leiter runtergefallen. Wo ist die Leiter hin? Da. Hab sie gefunden, hab sie gesehen. Ja, ich kann sehen. Und zu sehen, wie sich halt mein... Ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich ungefähr hin wollte mit meinem ersten Standpunkt. Falls es jetzt nicht unbedingt viel Sinn ergibt, dann tut mir das leid, weil ich halt, ich bin nicht unbedingt gut darin, einen Satz zu Ende zu vollführen und rede gerne in Rätseln. Man nennt mich auch Konfuzius. Ja, also zu sehen, wie sich jetzt mein Kanal über die Jahre geändert und hat und gewachsen ist, das finde ich doch toll. Und wenn ich das jetzt auch mit dem Minecraft-Projekt so sehe, so, ich mache da lieber nochmal einen Block hin. Wir sind jetzt momentan komplett am Anfang. Wie das dann quasi in den nächsten 6 Monaten ablaufen wird, darauf freue ich mich. Und dann auch eigentlich auf die letzte Folge, um zu sehen, was hat sich alles geändert über die Zeit hinweg. Ja. Denn auch wenn man gerne... ist so hart, dass sich quasi nichts ändert, der Status quo immer beibehalten wird. Veränderung ist gut. Ja. Das finde ich auch so. Und das. Ich glaube, die Veränderung auf meinem Kanal und von mir selber hat mir und dem Kanal, also beides, sehr gut getan. Es kann natürlich auch sein, dass da einige Menschen gibt, die sich so denken, ah, ich fand aber den alten Schattenborn so ein bisschen besser. Ich kann es leider nicht jedem recht machen. Ich versuche sehr gerne, euch alle zu unterhalten, nach meinem besten Gewissen und Fähigkeiten. So. Doch, das kann ich einmal hier alles weitersetzen. Dann muss ich die Reihe austauschen. Und hinten ist ein Schiff immer ein bisschen bauchiger als vorne. Das bedeutet, ich mache euch beide mal weg. So. Und 1, 2. Glaube ich zumindest, dass Schiffe hinten ein bisschen bauchiger sind. So. Und damit habe ich hier quasi von den 4 Abstand. Schauen wir mal ganz kurz, wie das ausschauen tut. Tut, wollte ich schon sagen. Wobei ausschauen tut, kann man ruhig sagen. Schauen wir mal, wie das jetzt ausschaut. Natürlich müssen wir jetzt noch relativ viel wieder da umändern und alles, aber nein, das wollte ich nicht. Ah, jetzt muss ich da... Muss mir einen Eimer holen. Habe ich einen Eimer dabei? Nee, ich habe auch kein Eisen dabei. Das würde ich nämlich definitiv nicht haben. Machen wir das mal... Reparieren wir mal das Wasser. Das Wasserloch. So, habe ich hier irgendein Feld kaputt gemacht? Nee, ne? Wird mir irgendwann noch passieren, ganz garantiert. Das Lied kann ich eigentlich auch rauswerfen. Das ist auch mir ein bisschen zu stressig.
Es könnte in so eine Action-Playlist rein. So, das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Das hat man gar nicht mitbekommen, ne? So wie ich mich sehr gut hier durchmanövriert habe. Wo habe ich das eine Eisen denn gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war doch in der Truhe, oder nicht? Kann natürlich sein. Kann natürlich auch sein, dass ich es schon weggelegt habe und wegsortiert habe. So, dann nehme ich mir mal ein Eimer und tu das restliche Eisen da oben drauf. Haben wir noch 62, das ist mehr als genug eigentlich. Upsa. Was kommt denn da? Ach, wieder Little Inferno. So ein tolles Spiel, auch wirklich eines meiner Lieblings-LPs, die ich gemacht habe. Im Allgemeinen. Oh, das ist. Ach stimmt, ja, ich erinnere mich an die Spielszene, wo das Lied lief. Ist, glaube ich, momentan auch mein liebstes LP, was ich abgeschlossen habe sogar. Da mögen sich jetzt manche fragen, warum denn das? Es war das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt quasi. Für mich. Ein Spiel, was die perfekte... Oh, ich bin doch hammelblöd. Ein Spiel, was das Beste von allem hatte. Einen guten Soundtrack, eine schöne Story. Beruhigendes Gameplay vor allem. Einfach nur zuschauen, wie etwas brennt und damit Spaß haben. Das fand ich toll. Ich glaube, ich habe meinen inneren Pyromanen daran entdeckt in dem Spiel. So. Gut, haben wir das Deck gesäubert und nehmen jetzt mal hier all das Holz raus. Nehmen wir all das Holz raus. Ich will den Zimmermann nicht mehr sehen. Das war ein schrecklicher Akzent, es tut mir leid. So, und dann jetzt nochmal den Boden unter unseren Füßen wegrammeln und dann können wir das alles aufnehmen. Da ist noch ein bisschen Holz, was ich sehe. So, dich bitte auch. Und jetzt nicht ertrinken, das wäre ideal. So, ein bisschen Luft geschnappt und hier wieder hoch. Hier wieder raus. So, und dann machen wir hier alles ordentlich tutti. Ordentlich und tutti, sagt er. Und hat er auch gemacht. Das schaut schon mal besser aus. Also mir persönlich gefällt das jetzt so ein bisschen besser. Das Schiff. Gut, ich sollte da vielleicht nicht ins Wasser fallen. Ich sollte auch aufhören, die Holzstämme rumzueiern wie ich, wie ein Hammel. So, machen wir hier nochmal Platz. So ein Projekt, was mir halt auch wirklich sehr am Herzen liegt und was ich auch sehr gerne beenden wollen würde, wenn mich das, wenn mich mein Rechner lassen würde, wäre Transistor. Ich habe das Spiel doch so lieben gelernt, so ein bisschen. Ich gehe dann nochmal einen dritten nach draußen und noch einen hoch. Ja, doch, das schaut gut aus. Und dann, wir haben zwar keine Laterne, aber eine Fackel tut's auch fürs Erste. Irgendwann haben wir bestimmt mal eine Laterne. So, das heißt, wir haben jetzt die Seite des Schiffs neu entdeckt und neu bebaut. Da würde ich jetzt auch ganz gerne mal schauen. Das schaut besser aus, nicht? Ja, doch, das schaut besser aus. Gefällt mir persönlich mehr, jetzt so. Müsste ich theoretisch... Ich kann auch... Nee, ich lasse das sogar so. Ich lasse das sogar so. Mache ich nämlich hier auch wieder zack, zack. Die zwei Stummelchen dran und passt das. So, und jetzt müssen wir das auf der anderen Seite auch nochmal nachahmen. Das dürfte aber kein allzu großes Problem sein, sagte er und hat dann höchstwahrscheinlich total darin versagt, das nachzuahmen. Nee, so schlimm wird das schon nicht sein und werden. Ja, also Transistor, du bist eine Liebe, die ich momentan nicht beenden kann. So, und dann ab hier, ups, komm mal ran hier. Ein weiter. Zack, zack. Und dann mache ich auch schon mal hier die ganze Reling weg, um da gleich noch Zeug nachbauen zu können. Eigentlich wollte ich ja auch noch auf den anderen beiden Seiten. So, dich 1, 2 und dann da 3
2, 3. Nö, das ist so richtig. Und dann da eine Planke hin. Und damit haben wir jetzt auch das Wasserloch gestopft. Verdammt, haben wir nicht. Kriege das jetzt gestopft vielleicht. Bob. Ah, sehr schön. So gefällt mir das. Machen hier einmal ein Hochspringen, ein wieder runter. Und können damit unseren Spaß haben. So, ne, das ist auf der Höhe. Da haben wir hier zwei Blöcke an Holz. Jo, das passt. Also gleich, wenn wir das fertig gemacht haben. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 insgesamt. Das ist eine schöne Zahl. Ich mag die Zahl 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann bist du zwei lang, ne? Ja, das passt so. Gut, dann machen wir hier jetzt nochmal den Boden fertig. Das finde ich nämlich auch hübsch. So ein richtiger Boden kann schon, hebt den Wert eines Hauses. Und machen jetzt hier einmal dicht. Sehr gut. Wir haben jetzt voll viel Platz hier vorne. Das ist nicht verwunderlich, aber schon ein bisschen cool eigentlich. So. Weiß ich noch gar nicht, was ich mit all dem Platz hier anfangen und anstellen möchte. Wir machen jetzt erstmal den Grundriss hier zu Ende. Ne? Und dann beende ich auch die Folge. Und die Sonne geht praktisch und richtig unter. Ist aber auch nicht so schlimm. Gefällt mir sogar. Gut. Gib mir nochmal 16. Und dann machen wir hier dich fertig. So. Das ist nämlich 1, 2 von der Treppe entfernt. 1, 2. Ist es das? Ja. Es ist eine gerade Linie bis dahin. Jo, ist es. Ach so, das ist halt hier der Pinöpel. Der freistehende, der den Unterschied macht. Zack, haben wir den freistehenden Pinöpel auch hier. Und komm, wir machen nochmal die Reling zu Ende. So ein bisschen Überlänge schadet ja niemandem. Ne, mache ich auch hier nochmal die Reling und da nochmal. Ich hoffe, das ist der richtige Begriff, wenn ich dann sage, ich gerade die gesamte Zeit falsche Schiffsbegriffe. Ja, das ist die Reling, du. Das ist eigentlich ein Mast. Reling, sagte ich. Sehr gut. Schaut schon mehr nach einem Schiff aus. Guck mal, da ist jetzt auch eine der Weizenpflanzen fertig. Können wir gleich... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass die fertig ist, oder schon das zweite Mal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Können wir auf jeden Fall gleich abernten in der nächsten Folge. Beziehungsweise für mich ist das gleich, für euch ist das morgen. Ich hoffe einfach mal, dass meine Stimme nicht aufgibt, weil man hört vielleicht ein kleines bisschen, dass ich schon heiser werde. Ist ein bisschen peinlich, aber ich bin halt nicht mehr dran gewohnt, so viel hintereinander am Stück zu reden. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Bis dahin und tschö.